Wir haben ein mysteriöses Event, das auf uns zukommt. Wir haben die TCS eSports League mit ihren Favoriten, die startet. Ein Mercedes-Benz ist gesichtet worden am Freitagabend in Zürich, wo es anscheinend zu gewinnen gibt. Und obwohl wir alle Rechnungen gemacht haben, alle Faktoren mit einbezogen haben, kennen wir immer noch nicht den vierten Qualifizierten für die GSA Nationals an der Zürich Game Show. Trotzdem, herzlich willkommen zum Swiss eSports Weekly. eSports.ch Powered by UPC. Und ich habe gemeint, wir fangen jetzt mit einem chilligen Thema an, in dem Fall aber wohl nicht. Das war ein Insider, gerichtet an unsere Rocket League Community, die bereitet sich ja jetzt auf die dritte Saison der TCS eSports League vor. Die Liga startet am 2. September und wer Rocket League so ein bisschen mitverfolgt, der hat gesehen, dass sich an der Spitze immer ein bisschen die gleichen zwei Teams einen Schlagabtausch liefern. Und zwar sind das Servet Geneva eSports und Lausanne Sport eSports. Die letzten vier Schweizer Liga-Finale haben es schön untereinander aufgeteilt. Servet hat zweimal das TCS eSports League Final für sich entscheiden und Lausanne die letzten beiden Swiss eSports League Finals. Es wird also einiges gehen in dieser Season. Servet Geneva eSports ist auch mit einem neuen Rocket League Trio jetzt am Start. Mal schauen, was da geht. Fürs Zuschauen verweise ich euch wie immer auf den Twitch-Channel der TCS eSports League. So, keins aus dem Wald hat sie mehr, kein Durst mehr, keine Bang um die Zukunft. Rainbow Six in der Schweiz ist gesaved. Wie ihr wisst, hat ja gestern der vierte Qualifier stattgefunden und wir kennen jetzt alle vier Teams, die an der Zürich Game Show auf der Bühne werden spielen. Würden wir kennen, falls der Qualifier ja fertig gespielt worden wäre. Der hat nämlich müssen abgebrochen werden, nachdem das MOS ein paar komische Daten ausgespuckt hat. MOS ist das Anti-Cheating-Tool, das von Ubisoft verwendet wird. Und die Admins haben gestern während dem Match sofort gesagt, Stopp, Abbruch, wir werten jetzt zuerst die Daten aus, da hat es ein bisschen komische Sachen drin und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wir werden das Match jetzt leider erstmal unterbrechen müssen. Es wird jetzt gleich erstmal vielleicht noch eine halbe Runde so weiterlaufen, aber Leute, ich muss mal kurz mal gucken, wie ich das nochmal sagen darf. Und zwar, es wurden unerlaubte Hilfsmittel festgestellt. Laut Turnierorganisation wird der Qualifier entweder diese Woche, nächste Woche irgendwann ausgespielt und wir von eSports.ch halten euch selbstverständlich auf dem Laufenden. Es hat ja schon ein oder andere Event in der Media World von Red Bull in Luzern stattgefunden, zum Beispiel der One-on-One League of Legends Event Player One oder der Logitech PUBG Cup. Jetzt aber wird die Media World offiziell eröffnet und zwar am 21. September. Für die Eröffnung hat euch Red Bull auch ein paar schöne Überraschungen parat gelegt, zum Beispiel ein paar Gäste aus dem Ausland, die ihr sehr wahrscheinlich werdet kennen, aber da folgen noch mehr Infos. Darum nehmt euch einen fetten Stift, Kalender, 21. September. Jetzt erzähle ich euch noch etwas zu einem Spiel, wo wir zusammen auf einer Insel chillt und der, der als letzter steht, gewinnt. Und nein, ich rede nicht von Fortnite, sondern von Electric Quest. Was zur Hölle ist das? Habe ich mich bis letzte Woche auch gefragt, bis Mercedes um die Ecke gecruised ist und ihr eigenes Battle Royale gedroppt hat. Das Prinzip ist ähnlich wie allen anderen Battle Royales. Je länger das Game geht, umso kleiner wird die Zone und der, der ganz am Schluss noch Energiereserven hat, der gewinnt den ganzen Spass. Was gibt's denn für ein Victory Royale? Ja, nicht wenig, und zwar ein Mercedes-Benz. Falls ihr also Bock auf einen März habt oder auf einfach ein bisschen Battle Royale Action mit euren Kollegen am Freitagabend in Zürich, dann holt euch das Game-App. Mehr Infos gibt's auf electricquest.com. Electric Quest, 6. September, Zürich. Für mich persönlich kein einfaches Thema. Wir erinnern uns, unsere Schweizer Nazi hat ja letztes Jahr am Overwatch World Cup mitspielen können. Das könnte jetzt dieses Jahr auch wieder. Allerdings gibt es da ein kleines Problem. Unsere Nazi muss nämlich dieses Jahr alles selber zahlen. Während letztes Jahr der gesamte Event von Blizzard finanziert wurde, muss jetzt unsere Nazi für Hotel, Flug und Essen selber aufkommen. Laut ihrer Rechnungen kostet sie das Ganze etwa 16'000 Franken und wer jetzt denkt, uff, das ist ja ein riesen Betrag, dann denkt bitte dran, unsere Schweizer Nazi besteht aus 10 Leuten und das Ganze findet in den USA statt. Sie haben jetzt einfach ein Fundraising aufgemacht, das sie supporten können und haben uns außerdem ein sehr emotionales Video dargelassen.
So, und nach all dem Drama haben wir jetzt noch eine lustige News für euch. Und zwar haben buddhistische Mönche in Thailand an einem E-Sport-Turnier teilgenommen und die haben das auch gewonnen. Klar, die haben sicher genug Zeit zum Trainieren, aber für euch heisst das, E-Sport ist gut für den Geist. Mal ein ruhiges Wochenende, nichtsdestotrotz willkommen zu den Resultaten. Wir kennen jetzt das vierte Team nicht von der Zürich Game Show, aber das, was der Hero League mitspielt, und zwar in der CSGO Season, und das sind Swiss Bulls. Sie gewinnen im Qualifier 2-0 gegen Hitschüss. Sorry, ich musste schnell durch alle eure Bewerbungen für Streamer of the Month schwimmen. Vielen, vielen Dank für die zahlreichen Bewerbungen. Ihr habt wieder mal unsere Inbox geflutet. So, das wär's gsi für die Woche. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch einen Daumen gegen oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Falls ihr nichts verpassen wollt vom Schweizer E-Sport, abonniert am besten unseren Channel oder geht immer mal wieder auf unserer Homepage herbei, www.esports.ch. Mein Name ist Reto, nochmal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Ciao zusammen. esports.ch Powered by UPC.